Schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich halte heute einen Vortrag über SpaceMax. Und zwar ist SpaceMax eine Distribution für GNU Emacs. Konkret ist es die Distribution. Es enthält einen wunderschönen Vim-Layer, da man die Vim-Modes haben möchte, so wie Normal-Mode und Insert-Mode und den Block-Mode und den Visual-Line-Mode und so weiter und so fort. Es enthält intuitive Tastenkombinationen und fertige Konfigurationen für verschiedene Programmiersprachen. Intuitive Tastenkombinationen heißt, für alle Programmiersprachen sollten die Tastenkombinationen so ungefähr immer gleich laufen. Das heißt, ich muss da kein Mapping in meinem Kopf haben, oh, ich bin jetzt im Python-Modus, dann muss ich irgendwie was anderes drücken. Oder jetzt ist C und da war doch irgendwie das Compile auch woanders. Das muss ich mir alles nicht merken, das sollte immer an derselben Stelle sein. So, als erstes überlege ich mir, wie installiere ich das Ganze. Für die Installation gibt es zwei Voraussetzungen. Einmal brauche ich einen aktuellen Emacs, und zwar irgendwas, was größer 24.3 ist. Jesse, Debian Stable, bringt gerade 24.4 mit, das ist perfekt, damit ist man absolut glücklich. Und man braucht einen Git, um die Git-Klonzeile da unten auszuführen. Man kann sich alternativ darauf das Release runterladen, das Zip entpacken und das in den .emacs.d-Ordner schmeißen. Und anschließend tut man Folgendes. Man geht auf ein leeres Fenster, man gibt da oben ein, dass man einen Emacs haben möchte und dann rattert der vor sich hin. Und zwar geht er jetzt los, er geht zum Mapper, dem Packet-Repository für die Emacs-Pakete, holt als erstes den Splash-Screen und dann fragt er mich, welchen Editing-Style möchtest du denn haben? Das steht da unten. Und zwar steht da unten, Among the stars aboard the evil flagship, das wäre Vim, oder On the planet Emacs in the holy control tower, das wäre Emacs. Ich möchte natürlich Vim benutzen, deswegen gebe ich Vim ein und dann markiert er mir das so schön und drücke Enter. Dann fragt er mich, welche Distribution möchte ich denn haben? Ich möchte die Standard-Distribution haben, also das komplette SpaceMax. Sage Enter. Und welches Completion Framework will ich haben? In dem Fall nehmen wir Helm. Auf Ivy gehe ich gar nicht erst ein. Ich verwende selbst Helm. Dann drücke ich ebenfalls Enter und dann sagt er, alles klar, ich weiß jetzt alle Informationen, die ich brauche und ich installiere jetzt die 94 Basispakete und konfiguriere dir den Layer komplett fertig. Ist das Systemd oder noch Upstart? Nein, das ist Emacs. Und zwar funktioniert das Ganze so, dass die Pakete natürlich gegenseitig alle Abhängigkeiten haben und ich brauche auch die ganzen Abhängigkeiten, die da hinten mit dranhängen. SpaceMax in der Basisdistribution bringt eine ganze Ecke Funktionalität mit, die ein Vim so einfach nicht hat, die ich in Vim erst manuell nachrüsten müsste. Jetzt müssen wir einen Moment warten, bis er die 20 Pakete runtergeladen und byte kompiliert hat. Ich gehe einfach mal in der Präsentation einen Schritt weiter und kann dann hier unten gucken, wann er denn demnächst fertig ist. Ich habe natürlich das Ganze schon fertig installiert. Er installiert die Pakete natürlich nur einmal. Ach so. Ja, nicht jedes Mal beim Start. Da muss er sie nur laden. Aber dazu kommen wir später. Ich dachte, das ist der Grund, warum man Emacs nur einmal im Leben startet. Idealerweise möchtest du ja auch nicht Emacs starten, du möchtest den Emacs Daemon starten. Aber da kommen wir später auch noch dazu. So. Ich starte zum Beispiel den Emacs tatsächlich fast immer nur einmal, der läuft nämlich in der Screen-Session und an die kann ich mich dann jederzeit attachen. Das ist tatsächlich so, ja. Ganz generell, bei SpaceMax funktioniert es so, dass Space der Leader-Key ist. Leader-Key, wer kennt den Vim-Leader-Key nicht? Du kennst den Vim-Leader-Key nicht. Vim-Leader-Key hat die Funktionalität, du drückst den Leader-Key und dann drückst eine andere Taste und dann führt er Funktionen aus. So. Und in Space funktioniert der Leader Key so, dass du in SpaceMax funktioniert es so, dass du Space drückst und dann verstecken sich alle Kombinationen dahinter. Und die haben immer einen gewissen Zusammenhang. Zum Beispiel alle Funktionen, die irgendwas mit dem Buffer zu tun haben, liegen hinter Space B. Alles, was mit Fenstern zu tun haben, liegt hinter Space W. Und wenn ich Space Space drücke, dann bekomme ich das, was bei Emacs MX heißt. Das ist eine Konsole, in der ich alle Emacs-Funktionen beliebig aufrufen kann. Das heißt, ich drücke Space Space und dann kann ich gucken, welche Funktionen oder was ungefähr suche ich gerade. Und mein Completion Framework bietet mir dann Funktionen an, die ich ausführen kann. Nach Drücken dieser einen Space-Taste erscheint schon ein Pop-up, das anzeigt, wo sich die anderen Dinge verstecken. Also wo ich ungefähr hin möchte. Und auch wenn ich Space Space drücke, macht der Completion auf dem auf den verfügbaren Emacs-Funktionen. Und Escape verlässt alle Menüs, das ist ganz wichtig. Ne, weil man will ja immer wieder rauskommen. So, jetzt können wir hier mal nach da wechseln. Dann haben wir hier jetzt unser Emacs-Fenster.
Und auf der rechten Seite haben wir jetzt noch unsere ganzen Messages und jetzt können wir drücken Space. Dann kommt da unten so ein Pop-up und ich sehe alle Funktionen, die ich habe. Ich weiß, ich will irgendwas mit dem Window machen und zwar will ich mit dem Window irgendwie so den Cursor nach links und jetzt bin ich hier rechts in dem Fenster und das will ich jetzt irgendwie zumachen. Also sowas wie Space, Window und Delete. Ha, super, wunderbar. Als erstes muss ich jetzt, glaube ich, mal die Konfiguration anpassen und einmal die Font-Size hochdrehen und zwar von 13 auf angenehme 24 oder so. Dann sehen wir schon viel mehr. So, beim zweiten Starten ging das jetzt auch schon viel schneller als beim ersten Mal. Das liegt daran, dass die Pakete jetzt alle schon runtergeladen und installiert sind. Zusätzlich lädt er nicht alle Pakete. Also er stellt eine Liste aller Pakete, die vorhanden sind, aber Pakete, die er benötigt, werden erst geladen, wenn ich in den entsprechenden Modus reinwechsle. Ich schiebe mal das Fenster so, dass es auch auf dem Beamer drauf ist. Genau. So, das war zum Generellen. Jetzt einmal zurück zur Folie. Als nächstes kommt Hilfe. Wo liegen denn meine Hilfefunktionen? Oh Gott, wo muss ich hin? Was muss ich tun? Alle Hilfefunktionen liegen total angenehm unter Space H. Und da gibt es jetzt sowas wie Helm SpaceMax help.spacemax. Wie sind die Helfesachen? Helm SpaceMax help FAQ. Ich habe die komplette FAQ von SpaceMax hier drin. Und ich kann hier jetzt drin suchen, was hat denn mit Window zu tun? Oder how do I? Und dann sagt er mir das und das. Und das kann ich auswählen und Enter drücken und dann kriege ich einen FAQ dazu. Genau, wenn ich zurück zum Heimat-Window will, dann ist das, glaube ich, Space H. Nee, ich glaube, das ist Space WD. Anyway. Genau, das ist der Scratch-Buffer. Emacs startet grundsätzlich in einem Scratch-Buffer, in dem kann ich einfach Text eingeben. Das ist ein Standard-Text-Buffer. Ich kann in der Konfiguration allerdings auswählen, wenn ich einen anderen Modus gestartet haben möchte, wie zum Beispiel einen List-Modus oder einen Python-Modus. Und dann kriege ich auch das entsprechende Code-Highlighting dazu. So, dann einmal hier zurück. Dateien öffnen. Wie mache ich Dateien in SpaceMax auf? Das geht einmal ganz klassisch über E. Das ist das, was man auch von Vim kennt. Dann mache ich hier irgendwie so einen Keks auf und dann habe ich eine neue Datei Keks. Die ist im Fundamental-Mode und dann kann ich hier Dinge eintippen. Alternativ kann ich projektbasiert über PP, über Switch Project Dinge aufmachen. In dem Fall kennt ihr jetzt nur ein Projekt, das ist mein .emacs-Projekt. Das ist nämlich ein Git-Repository und Git-Repositories werden automatisch als Projekte erkannt. Wenn ich jetzt zum Beispiel in das Work-Configs reingehe, das ist auch ein Projekt, ich war da jetzt drin, der müsste sich das also gemerkt haben, dann mache ich den Buffer hier zu und wenn ich jetzt pp mache, ich habe keine Datei da drin geöffnet, Moment. Einmal Work-Configs. Config, work. Configs und dann zum Beispiel die Confs-Datei. Die ist dafür zuständig, Konfigurationen zwischen dem Repository und meinem eigentlichen Rechner zu kopieren. Dann mache ich den wieder zu. Und wenn ich jetzt da pp drücke, kann ich direkt in das Configs wieder reinwechseln und da finde ich dann auch meine Confs-Datei wieder. Wunderbar. Alternativ kann ich mit Locate Sachen suchen, wenn ich Locate auf dem Rechner installiert habe. Und zwar findet sich das über Space F und dann groß L. Dann kommt ein Helm Locate. Und hier kann ich auch wieder die Conf-Datei wiederfinden. Allerdings macht er Fuzzy Matching, deswegen werden jetzt alle Dateien mit Conf und S mit angezeigt. Unten sieht man auch, wie er hochzählt. Das sind jetzt 6000 Dateien, die er gefunden hat und so weiter und so fort. Das können wir an der Stelle abrechnen. Alternativ gibt es, wenn wir visuelle Auswahl bevorzugen, FF. Dann kann ich hier einfach Ordner durchgehen. Ich gehe also hier wieder in das Work-Verzeichnis, kann dann mit Tab completen, dann will ich irgendwie Configs haben, Tab completion, Conf und dann bin ich auch wieder bei derselben Datei gelandet. So, das sind Dateien. Dann habe ich Window-Management. Wie mache ich Window-Management in SpaceMax? Das geht wieder ganz klassisch mit den Vim-Key-Bindings. Also es geht so das STRG-W, STRG-V, STRG-L, STRG-WC. Alternativ gibt es die ganzen Dinger auch noch gebindet auf Space-W, damit ich die Steuerungstaste nicht benutzen muss. Und kann hier auch wieder einen Split durchführen. Kann dann mit Space-W-L da reinwechseln. Space-W-Delete macht das Fenster wieder zu. Und es gibt den Window Transient Mode. Der sorgt dafür,
dass ich kein Keybinding mehr drücken muss. Ich kann jetzt einfach so beliebig viele Fenster erstellen, löschen, ohne nochmal irgendwelche Keybindings eingeben zu müssen, ohne irgendwas drücken zu müssen. Das hilft, um Layouts einfach schnell erstellen zu können. Da kann ich mit Q dann wieder rauswechseln. Dann kommen wir zum Puffermanagement. Es gibt einmal die Fenster. Das ist, Fenster ist das, was ich hier erstellen kann und auch wieder schließen kann. Und zusätzlich, wenn ich die Datei nicht explizit zumache, wird sie als Puffer in Emacs hinterlegt. Wenn ich über SpaceBB wechsle, dann sehe ich alle Puffer, die ich vorher aufgemacht habe. Das ist zum Beispiel hier unten die Confs-Datei, die wir vorhin aufgemacht haben. Das ist eine Textdatei, die in dem Directory liegt, die er automatisch geöffnet hat. Das ist eine Messages-Datei, da werden Messages vom Paketladen oder von Funktionsaufrufen, sogenannte quasi Debug-Messages, gespeichert. Das sind die Keks-Datei, die ich aufgemacht hatte, der Scratch-Buffer liegt da, das FAQ, das ich ganz am Anfang mal geöffnet hatte. Solange ich die nicht explizit schließe, werden sie auch als Puffer nicht geschlossen und können sofort wieder ausgewählt werden. Und auch dieser Buffer-Modus hat einen Buffer-Transient-State. Das heißt, ich kann hier wieder B Punkt drücken und dann kann ich einfach mit N und P die schön durchwechseln und kann da reinschauen. Ah nee, den will ich irgendwie nicht haben. Genau. Dann wieder zurück. Zusätzlich bietet SpaceMax Layouts und Workspaces. Die Problematik ist, dass das so ein bisschen falschrum benannt ist. Das ist eine Technical Debt, die sie mittlerweile seit 2 Jahren mitnehmen müssen, weil jemand am Anfang mal dafür gesorgt hat, dass das als Layout benannt wurde. Eigentlich ist es von der Bedeutung her sinnvoller, das umgekehrt zu benennen. Und zwar kann ich in SpaceMax ein Layout erstellen, beziehungsweise das Layout wechseln. Ich bin jetzt im sogenannten Perspective-Mode, da unten sehen wir Helm Perspective, und kann jetzt Layouts erstellen. Und ich habe standardmäßig das Default-Layout, jetzt kann ich ein Layout erstellen, das heißt Work, und jetzt befinde ich mich im Work-Layout. Wenn ich jetzt L drücke, dann sehe ich da unten, ich habe einmal 1, das ist das Default-Layout, und 2, das ist das Work-Layout. Wenn ich hier jetzt einen anderen Puffer aufmache, wie zum Beispiel den Confs-Puffer, dann kann ich hier wieder in das andere Layout zurückwechseln und meine Konfiguration bleibt erhalten. Genauso bleiben hier Fensterveränderungen erhalten. Wenn ich jetzt in das andere Layout zurückwechsle, bleibt das ebenfalls erhalten. Kann ich hier wieder reinwechseln, das wieder zumachen. Das Ganze ist integriert mit dem Projektmodus. Ich kann also, wenn ich möchte, über Space P, Projektmanagement, ein Layout erstellen, das mit einem bestimmten Projekt verknüpft ist. In dem Fall möchte ich ein Layout erstellen, das mit dem Configs-Projekt verknüpft ist. Und dann fragt er mich ja, welche Datei willst du denn da drin aufmachen? Dann sage ich ihm die Datei. Und jetzt habe ich ein weiteres Layout unten und das ist nur mit diesem Projekt verknüpft. Die Layouts intern haben eine Liste von Puffern, die sie anzeigen. Wenn ich hier drin Space BB drücke, dann zeigt er mir nur Puffer an, die zu diesem Projekt dazu gehören. Hier wird der Messages-Puffer zum Beispiel gar nicht angezeigt. Was Besonderes ist das erste Layout. Das erste Layout enthält immer alle Puffer, die ich habe. Als weitere Unterordnung zu den Layouts kann ich noch Workspaces erstellen. Die sind unter Space LW. Und dann kann ich hier einen zweiten erstellen und dann kann ich zwischen diesen Workspaces auch hin und her wechseln und da verschiedene Dateien aufmachen. Eigentlich wäre es sinnvoller, wenn die Dinger Workspaces hießen, weil ich da verschiedene Fensterkonfigurationen aufhalten kann und denen dann Unterlayouts zuordnen. Aber leider ist das von der Benennung her genau umgekehrt. So, dann wieder zurück zur Präsentation. Remote Files. SpaceMax brauche ich prinzipiell erstmal nur auf meinem eigenen Rechner, weil ich transparent Dateien auf anderen Rechnern öffnen kann. Wenn ich hier unten Doppelpunkt E eingebe und dann zum Beispiel RMG Doppelpunkt Slash, dann kann ich über Tab Completion sagen, mach mir mal eine Shell zu diesem Rechner auf und er fragt mich dann, gib mir mal die Passphrase für diesen Computer. Genau. Das liegt jetzt daran, dass der Daemon noch nicht läuft, den ich normalerweise benutze, um die Konfiguration da aufzumachen. Der müsste nicht in dem Environment gerade drin sein, in dem der Emacs gestartet wurde. Normalerweise lasse ich den als Daemon im Hintergrund laufen. Und dann könnte ich über die Completion direkt auf dem Remote-Rechner die Datei aufmachen. Er nimmt den Puffer, passt den mir in einen lokalen Puffer rein und sobald ich hier speichere, wird es automatisch auf das dahinterliegende System transferiert. So.
ganz generell zur Konfiguration. Ich habe ein einfaches Binding, über das ich jederzeit auf die Konfiguration zugreifen kann, und zwar ist das Space F. Und dann gibt es da ein Emacs, in Klammern SpaceMax, da kann ich reingehen und dann kann ich ihm sagen, finde mal mein .file, meine Konfigurationsdatei für mich, meine Konfigurationsdatei für SpaceMax. Und in dem Fall ist das die Datei, in der ich vorhin die Schriftgröße geändert habe. Hier in der Konfigurationsdatei können auch zusätzliche Layer definiert werden. Und wenn ich zum Beispiel auch noch die Git-Integration haben möchte und ich möchte, naja, vielleicht nicht die Org-Integration, aber sowas wie Auto-Completion wäre doch ganz schön. Und eigentlich hätte ich auch gerne so den Python-Modus. Dann kann ich ihm sagen, speichere das mal und dann lies meine Konfiguration neu ein. Das liegt auf Space FE groß R. Und dann sagt er, alles klar, du möchtest diese Layer dazu haben, die kenne ich, die sind bei mir integriert. Ich guck mal, welche Pakete ich dafür brauche und dann lädt er vollautomatisch die passenden Pakete dazu runter. Die Layer haben untereinander teilweise Abhängigkeiten. Also der Python-Modus definiert natürlich Auto-Completion-Functions für das Auto-Complete. Die werden aber nicht aktiviert, solange ich nicht auch den Auto-Completion-Layer aktiviert habe. Jetzt müssen wir einen Moment warten, bis er die Konfigurationsdateien runtergeladen hat. Das sind in dem Fall auch die Snippets, die gehören zum Auto-Completion-Layer dazu. Die kann man auch in den Variablen der entsprechenden Layer wieder auskonfigurieren, wenn man möchte. Habe ich eine Möglichkeit, irgendwie das gesamte Repository offline zu haben, dass ich nicht online sein muss, um das zu benutzen? Du hast ja die Sachen, du benutzt es einmal, dann sind deine Pakete alle installiert. Und danach musst du nie wieder was runterladen. Normalerweise. Ja, aber dann benutze ich jetzt irgendwie meinen Rust-File und will die Rust-Sachen haben. Dann musst du den Rust-Layer vorher runterladen, aber dann hast du den Rust-Layer installiert und danach brauchst du ihn nicht wieder. Das ist halt sozusagen ein Add-on, das du nochmal nachinstallieren musst. Weil SpaceMax in der Standarddistribution natürlich nicht alles mitbringen kann. Alternativ könntest du das Melpar lokal mirroren, aber ich weiß nicht, ob du alle Emacs-Pakete, die jemals auf dem Melpar veröffentlicht worden sind, lokal auf deinem Rechner vorhanden haben möchte. Das ist dann wie TechLive Full installiert. Genau, das wäre wie TechLive Full installiert. Das wiederum tue ich, okay, dann kann ich es nicht Alternativ kannst du auch einfach alle Layer im SpaceMax aktivieren. Das schränkt die Ladezeit in keinster Weise ein, da die Pakete nur geladen werden, wenn sie tatsächlich benötigt werden. Also du kannst auch einfach alle, ich weiß nicht, wie viele Layer das jetzt sind, aber es gibt quasi für jede Programmiersprache einen Layer. Das sind bestimmt am Ende 30, 40 Layer, die du in deiner Konfiguration drin hast, aber die funktionieren da auch alle noch und dein Emacs startet in einer angenehmen Zeit. So, er ist jetzt fertig, es ist alles installiert, ich kann jetzt also einmal zumachen, einmal wieder aufmachen, dann normalerweise laufen die Keybindings nicht ganz so rund. Das da unten ist eine Fehlermeldung, die liegt an mir. Dann gehe ich wieder in meine Konfigurationsdatei rein und gehe hier auf meine Conf-Datei, ganz klassisch. Muss ich mir mal das Fenster noch richtig hinbiegen. Eine der Layer, die ich gerade installiert habe, ist der sogenannte Git-Layer. Der Git-Layer funktioniert darüber, dass ich jetzt Mugget installiert habe. Mugget ist ein Add-on für Emacs, ein Paket für Emacs, das es erlaubt, ganz komfortabel mit Git zu interagieren. In dem Fall habe ich jetzt einfach Mugget aufgemacht, jetzt machen wir das Fenster hier mal groß. Und Mugget sagt mir, okay, du bist gerade bei diesem Commit auf Master, du kannst da oben ist so dein deine Merge-Richtung und du kannst auch dahin pushen, das sind in dem Fall jetzt dieselben. Du hast Files, die du nicht trackst, zum Beispiel gibt es hier eine Datei Packages, die hast du irgendwo mal in dein Repository gelegt, aber die benutzt gerade niemand. Du hast eine Customs-Datei, die benutzt auch niemand. Die soll noch nicht benutzt werden, weil das Customs ist. Das ist die Log-Ansicht. Und hier haben wir dann die aktuelle Änderung, zum Beispiel. Und ich habe hier auch eine Ansicht meiner Stashes. Ich kann jetzt ganz einfach in den Log-Modus wechseln. Und jetzt sehe ich einen Log aller Git-Commits auf diesem Repository. Und ich kann hier jetzt einfach einen Commit auswählen. Aha. Was habe ich damals gemacht? Habe ich irgendwie einen Dirt gefixt? Das war bestimmt irgendwie so ein T oder so, was da reingerutscht ist. Alles klar. Und ich kann hier auch zum Beispiel Remove Unused Lines auch machen. Der hat Grafata-Integration. Wenn ich jetzt auf der Datei bin, die ich modifiziert habe, kann ich dann einfach Enter drücken. Und jetzt fragt er mich schon, das ist eine Haskell-Datei, die du da aufmachen willst. Willst du nicht zufällig den Haskell-Layer installieren, damit du Haskell-Integration hast?
Und dann kann ich sagen ja oder nein, mach mir einfach die Datei auf. Und das ist jetzt tatsächlich die Datei, wie sie zum Zustand dieses Commits war. Das sehen wir da unten durch die Indikation master tilde 73. Jetzt kann ich den wieder zumachen. Dann gehen wir wieder in den Log-Modus, einmal zurück. Und dann sind wir wieder im Status. Ich habe hier alle Funktionalitäten, die ich brauche, um Commits abzusetzen. Hier habe ich zum Beispiel Commit. Commit kann auch amenden, fix uppen, ich kann squashen. Ich kann genauso gut pullen von meinem Upstream-Repository. Ich kann pushen zu meinem Upstream-Repository. Das liegt alles direkt unter Keybindings abgelegt. Ich. Hm? Was sagst du? Wonach riecht es? Ja, super. Hühnersuppe oder sowas. Das ist bestimmt MJH, der kocht. Ich kann mir auch anzeigen lassen, welche Branches so verfügbar sind. Aber das sind in dem Fall jetzt nicht so viel. Ich kann hier natürlich auch Branches erstellen und in Branche reinwechseln. Checkout New Branch, Create New Branch, Checkout und so weiter und so fort. Die ganzen klassischen Kommandos, die man sonst auf der Kommandozeile durchführen würde. So. Was habe ich gesagt? Ich habe den Autocompletion der installiert. Jetzt brauche ich ein Python-Projekt, ne? Dann Work. Und dann wollen wir hier irgendwas mit Python zu tun haben. So, gucken wir uns so. Schönes gibt YouTube FS, nee, gibt es. Gerade nehmen wir hier Syslog to IRC. Da gibt es bestimmt irgendwie Python-Dateien, ne? Es gibt eine Setup-Py und es gibt die Start-Syslog IRC-Datei. Und jetzt habe ich, dadurch, dass ich den Auto-Completion-Layer installiert habe und den Python-Layer installiert habe, hier automatisch Code-Highlighting korrekt fürs Python und ich habe automatisch auch Syntax Completion, wenn ich das richtig sehe. Wenn ich jetzt JSON Dumps eingebe, kriege ich automatisch Completions für die Funktionen, die im JSON-Modul vorhanden sind. Genau, so, dann gehen wir einmal hier zurück. Es gibt natürlich auch andere Layer, die man noch installieren kann. Er schlägt in den meisten Fällen bei den meisten Dateiänderungen auch vor, den Layer automatisch zu installieren, was man dann noch machen kann. Ja, und sonst gibt es, wie Emacs üblich, Integration für IRC, es gibt Integration für verschiedene E-Mail-Clients, es gibt Integrationen für Spellchecking und so weiter und so fort. So, dann Exkurs, Major-Minor-Modes. In Emacs funktioniert es so, dass man immer einen Major-Mode hat. Das ist immer die Beschreibung einer Programmiersprache. In dem Fall ist es hier jetzt der Python-Modus. Wenn ich zurückgehe in die Conf-Datei, dann ist es der Shell-Script-Modus. Es ist ziemlich eindeutig, welcher Modus das ist. Und zusätzlich gibt es zu den verschiedenen Major-Modi gibt es verschiedene Minor-Modes. Das sind kleine Add-ons, wie zum Beispiel das Auto-Completion, das Snippets, einen Auto-Fill-Mode kann ich zum Beispiel aktivieren und davon kann ich beliebig viele pro Puffer aktivieren. In dem Fall ist das hier jetzt der Yas-Minor-Mode, der ist für Yas-Snippet zuständig. Ich habe den Smart-Parents-Mode, das heißt, wenn ich hier jetzt so eine Klammer aufmache, dann macht er mir automatisch auch die Gegenklammer dazu auf. Und ich habe aktiviert den Witch-Key-Mode. Der Witch-Key-Mode ist der, der mir anzeigt, dass meine Keybindings dahinter liegen. Genau. Wenn ich jetzt einen Layer hinzufügen will, dann mache ich das in der Konfigurationsvariable .spacemax-configuration-layers. Dann kann ich die hier einfach einfügen. Es gibt auf der spacemax.org-Seite eine Layer-Liste. Da sind alle verfügbaren Layer aufgelistet. Und zusätzlich gibt es, wie schon erwähnt, für die Layer-Variablen, wenn ich hier jetzt Doppelpunkt Variables eingebe, Variables, dann kann ich zum Beispiel Auto-Completion, mit Auto-Completion-Mode ist es zum Beispiel den Enable Help-To-Tip anmachen. So, und wenn ich jetzt die Konfiguration neu initialisiere, macht er einmal ratatata. Wofür ist das T? Du musst, wenn du eine Variable setzt in Emacs Lisp, ist sie entweder nil oder zum Beispiel t. Du könntest sie auch auf k setzen, aber sie muss gesetzt sein. Steht, genau. Die ist hier nicht null. Nicht null. Ja, genau. Genau. Und jetzt habe ich zum Beispiel den Auto Completion Enable Help Tooltip und jetzt zeigt er mir automatisch den Tooltip zu der entsprechenden Funktion an. Und da das jetzt
für den gesamten Auto-Completion-Layer aktiviert ist, sollte ich jetzt einfach über bb in meine syslog-irc-Datei reinwechseln können, um dann hier json.dumps aufrufen zu können. Und bam, kriege ich die ganze Dokumentation für meine JSON-Funktion mit angezeigt. Das funktioniert in dem Fall jetzt nicht so sonderlich gut, weil meine Schriftgröße sehr, sehr groß eingestellt ist. Aber normalerweise wäre das so ein Tooltip, der noch ins Editor-Fenster mit reinpasst. Und hier sind natürlich in dem Fall, Dumps ist eine sehr gut dokumentierte Funktion. Das sehen wir daran, dass alle Optionen auch nochmal explizit aufgelistet sind. Genau. Und so muss ich nicht lange Dokumentation suchen, sondern habe die direkt in meiner Completion mit drin. So, was kommt als nächstes? Genau. Ich kann auch eigene Layer schreiben. Eigene Layer schreiben ist nicht wahnsinnig schwer. Man muss angeben, welche Pakete man installieren will. Und man muss angeben, welche Pakete er beim Starten des Layers laden soll und welche automatisch geladen werden sollen, wie die Abhängigkeiten aufgelöst werden sollen. Aber sonst gestaltet sich das nicht als nicht weiter schwer. Ja, genau. Es gibt noch viele, viele weitere Funktionen. Zum Beispiel gibt es unter Space S alle Search-Funktionen. Ich kann also hier zum Beispiel über Space SP, Search Project, automatisch in meinem ganzen Projekt suchen. Ich sehe jetzt zum Beispiel da oben, es gibt irgendwie so ein arcs-irc-server, gib ihm alles, was irc-server hat. Und dann sagt er mir, ja, das sind irgendwie die Dateien, und dann kann ich ihm sagen, ja, geh mal genau an die Position und dann bin ich da. Das ist Search Project. Alternativ gibt es ein sogenanntes Add-on, das heißt Swoop, und es gibt auch Swoop Multi für Project-Teil. Und jetzt mache ich dasselbe, nur springt er jetzt in dem oberen Puffer zu der entsprechenden Stelle, die ich unten markiere. Ich kann in dem Auswahlfenster unten einfach über Steuerung J und K hoch und runter wechseln und dann springt er immer in die entsprechende Datei an die entsprechende Stelle, wo das markiert ist. Ja, so. Jetzt, nächster Fuck-up. Ich kann Ctrl-C, Ctrl-E drücken und kann diesen Puffer bearbeiten. Ich will also alles, was IRC-Server hat, markieren. S, IRC-Server in Server umbenennen zum Beispiel. Oder Server K. Ich glaube, Server clasht mit irgendwas. Und zwar dann an allen Stellen. Und dann sage ich ihm, okay, und jetzt setzt das mal in allen Dateien um. Und dann sagt er mir, Zoom Edit Apply to Original Buffer. Und jetzt ist es in allen umbenannt in Server-K. Das Server-RC umbenannt in Server-K. Wahnsinnig praktisch, wenn man Refactoring über das gesamte Projekt machen muss. So, was fällt mir noch ein? Sonst noch? Fallen euch noch Dinge ein, die ihr bei gerade von eurem Vim vermisst oder von eurem anderen Editor vermisst? IPython-Session, ja. Gibt es über den Major-Mode. Ich kann hier M machen. Ich glaube, es gibt Interpreter, Refactor, Execute, Debug, C, Send to REPL, es gibt Py, VN, genau, es gibt S, Send to REPL. Und ich kann Sachen in meinem Puffer markieren und die dann automatisch an eine Untershell senden. Jetzt muss ich mal gucken, Send Region, Start or Switch REPL, genau. I erstellt mir automatisch eine IPython-Session, die ist jetzt gestartet. Jetzt sagt er mir schon, da oben das Newline-Interface funktioniert nicht so ganz, aber ich kann jetzt in dem Puffer davor, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das wiederkenne, das war syslog to IRC, ne? Das Problem ist, dass ich in dem kleinen Fenster, das ich habe, eigentlich nicht genug Platz habe, sonst würde die Puffer auch noch anders anordnen. Aber ich kann zum Beispiel hier jetzt eine Codezeile markieren, in dem Fall mache ich das mal in den Imports, also markiere das. Und dann sage ich ihm, ich will das send to REPL, und zwar shell send defang. Ich will jetzt nicht eine Funktion senden, sondern send das mal an meine REPL und switche da rein. Und dann sagt er, okay, ich habe ihm das jetzt zugeschickt. Das sehen wir da oben, dass wir den Import-Error kriegen, weil wir jetzt nicht an der richtigen Stelle die REPL gestartet haben. Aber er hat jetzt genau diese Codezeilen genommen und an den Unterprozess gesendet und ist da reingewechselt. Das ist völlig unproblematisch. Andere Dinge? C-Tags?
C-Tex, ja, wird unterstützt im C, C++-Modus. Den habe ich bis jetzt aber nicht verwendet, aber ist mit drin. Emacs bringt per Default, glaube ich, schon E-Tex mit, was direkt die Tag-Dateien von C-Tex lesen kann. Als Funktion, wenn wir hier E-Tex, genau. Gibt es sowas für Python? Sozusagen eine Definition einer Klasse springen oder? Ja, das müsste auch implementiert sein. Lass mich mal gucken. Ich glaube, das ist hier jetzt noch nicht so richtig. Aber der Major Mode von Python müsste das eigentlich können. Ja, die Klasse hier ist natürlich wahnsinnig uninteressant. Gib mir mal alles, was da drin ist. Und wenn wir jetzt hier in IRC reinwechseln. Es gibt auf jeden Fall auf Komma execute code 2. Anaconda Mode Find Assignments, also alles, was diese Klasse auswählt. Okay. Ja, das ist jetzt eine Misskonfiguration in dem IPython-Modus. Da muss erst eine Konfigurationsvariable umgesetzt werden, weil der. Er benutzt eigentlich eine Python-Subshell, um das dann aufzulösen. Major Mode, go to. Genau, es gibt ein SpaceMax Jump to Definition. Das bringt mich genau zu dem Channel. Jetzt können wir mal gucken, ob der Channel irgendwo anders noch benutzt wird. Ah, der wird hier benutzt. Dann kann ich mal schauen, ob das automatisch aufgelöst wird. Das Problem ist jetzt, das ist jetzt eine RST-Datei. Ich müsste also eine Python-Datei finden, weil sonst funktioniert es mit dem Major Mode nicht. Test IRC Channel. Wenn ich hier reingehe, das ist natürlich jetzt denkbar einfach, aber da sollte, genau, der findet automatisch die Definition wieder. Kannst du das Name-Tupel auch finden? Wo ist denn das Name-Tupel? Ja, kann ich. Dann sagte mir auch, das Pfeil, das du da gerade anfasst, ist aber write-protected. Ne, weil das jetzt wahrscheinlich an einem Ort liegt, wo ich eigentlich nicht schreiben darf. Das liegt nämlich in Lyser Lib Python 3.5 Collections. Aber er hat automatisch auflösen können, wo die Definition davon liegt. Genau. Sonst noch Fragen, Dinge?